Willkommen zurück zu Medizintechnik 2 und heute wollen wir uns die Phasenkontrast-Röntgenbildgebung ansehen. Nun, was sind die einzelnen Themen, die wir uns heute ansehen wollen? Wir wollen zum einen natürlich über die Motivation reden, dann später uns ein bisschen die Physik dazu ansehen, dann noch ein paar praktische Anwendungen und Beispiele. Also, um was geht's? Wir haben hier Beispielbilder, die über eine entsprechende Phasenkontrastbildgebung aufgenommen wurden. Was ihr schon kennt, ist die obere Zeile. Das ist nämlich das Röntgenabsorptionsbild. Aber aus dem Röntgensignal lassen sich noch weitere Informationen extrahieren. Das ist einmal die differentielle Phase, also der Phasenkontrast, und noch eine weitere Komponente, das sogenannte Dunkelfeldbild. Das Dunkelfeldbild gibt im Wesentlichen Mikrostreuung an, die zum Beispiel hier bei der Maus sehr deutlich im Fell dargestellt werden kann. Und damit hätten wir eben einen zusätzlichen Bildkontrast, der eben besonders stark auf sehr fein streuende Effekte ausgerichtet werden kann. Und natürlich ist das zum Beispiel sehr spannend, weil wir typischerweise das Fell ja kaum sehen in der CT-Rekonstruktion, weil dort so gut wie keine Röntgenabsorption stattfindet. Hier über diese Streuverfahren können wir diese plötzlich visualisieren. Und natürlich kriegen wir den Phasenkontrast hin. Hier mal ein klinisches Beispiel, eine sogenannte Mastektomie. Hier wurde also ein Teil der Brust entfernt, um zum Beispiel das Wachsen eines Krebstumors zu verhindern. Und an dieser Probe konnten wir zum Beispiel zeigen, dass wir in dem Phasenkontrastbild und dem Absorptionsbild gar nicht so gut Mikrokalzifikationen sehen können. Aber wenn die Mikrokalzifikationen gehäuft auftreten, und an verschiedenen Stellen, dann sorgen die für eine entsprechende Mikrostreuung. Und wir sehen hier in dem Dunkelfeldbild auf der rechten Seite, genau dort, wo der rote Pfeil ist, auch ein deutliches Auftreten von diesen Mikrostreuungseffekten, weshalb wir glauben, dass diese Technologie eventuell ein Schlüssel sein könnte, um bessere Brustkrebsdiagnostik voranzutreiben. Ja, was sehen wir? Wir sehen die Absorption, das kennen wir schon. Wir sehen den Phasenkontrast, das sich quasi aus dem Phasenversatz ergibt. So ähnlich haben wir uns das ja schon in der Mikroskopie angesehen, also auch einen Effekt, den wir hier mitmessen können und das sogenannte Dunkelfeldsignal, das eben diese Mikrostreuung ist. Nun sehen wir uns ein bisschen die Physik an und dazu müssen wir uns das Licht wieder als Welle vorstellen, nicht mehr als Teilchen, wie wir es in den letzten Vorlesungen getan haben. Und wir sehen, dass quasi die Überlagerung von Wellen mit unterschiedlicher Frequenz zu unterschiedlichen Interferenzmustern führen kann. Und solche Interferenzmuster lassen sich dann auch entsprechend erzeugen. Insbesondere sehen wir eben, dass wenn die Überlagerung so stattfindet, dass sie Interferenz gleicher Frequenz ist und wir die beiden Signale genau richtig ausrichten, dann kriegen wir eine Verstärkung. Wenn wir aber eine Interferenz von einem Signal haben mit gleicher Frequenz, wo wir beide etwas mit gegeneinander verschoben haben, dann kann es zu einer Auslöschung kommen. Genau diese Interferenzeffekte sind für uns sehr wichtig, weil wir anhand dieser jetzt hergehen können und unsere Phasenkontrastmitgebung darauf aufbauen werden. Ja, was brauchen wir dafür? Wir brauchen für stationäre Interferenz mindestens zwei Wellen. Und wenn wir diese Auslöschungseffekte haben wollen, müssen die dieselbe Frequenz haben. Das heißt, wir brauchen eine konstante Phasendifferenz, damit wir diese Effekte stationär aufbauen können. Das führt uns zum Doppelschlitzexperiment nach Young. Wenn ihr das vielleicht schon im Physikunterricht gehört habt, dann ist es eine kleine Wiederholung für euch. Wir können nämlich, wenn wir eine Lichtquelle haben und die entsprechend mit doppelten Schlitzen einsetzen, solche Interferenzmuster erzeugen. Das Ganze ist schon von 1801 und wir sehen hier den prinzipiellen Aufbau. Wir haben also eine Lichtquelle, die wir vor einen einzelnen Schlitz setzen, damit sie quasi eine Wellenfront generiert, die überall gleich ist. Und dann setzen wir zwei weitere Schlitze in einer weiteren Platte etwas später. Tatsächlich lassen sich hier einfache Pappstreifen verwenden, weil wir mit normalem optischen Licht arbeiten. Und wenn wir das so tun, dann bekommen wir auf einem Bildschirm solche Interferenzmuster projiziert. Und diese Distanz der Interferenzmuster, also quasi die Auslöschung zur Verstärkung, lässt sich quasi auch mathematisch bestimmen. Und zwar kriegen wir die im Wesentlichen über dem Winkel, in dem sie auf dem Schirm auftreffen. Und es ist quasi bestimmt dadurch,
dass wir den Abstand der beiden Schlitze kennen und den entsprechenden Winkel, weil dadurch ergibt sich quasi dieser Phasenversatz, das Delta D. Und das Delta D gibt uns quasi an, ob die beiden sich auslöschen oder entsprechend verstärken, damit wir diese wellenförmigen Interferenzmuster bekommen. Also das Licht läuft durch zwei Schlitze, formt diese sichtbaren Muster und diese Streifen können wir jetzt visualisieren und entsprechend berechnen. Und es gibt quasi die konstruktive Interferenz, wo sie sich verstärken, und die destruktive, wo wir quasi einen dunklen Streifen haben. Wir können diese Interferenzmuster visualisieren, zum Beispiel genau gegenüber auf dem Schirm erhalten wir eine konstruktive Interferenz, weil eben beide genau in derselben Phase ankommen. Dasselbe passiert natürlich genau eine Wellenlänge weiter wieder. Da haben wir die weitere konstruktive Interferenz. Und wenn wir jetzt quasi eine Stelle erwischen, in der beide nur zu 180 Grad überlappen, also genau im Gegensatz liegen, dann erhalten wir eine destruktive Interferenz. Wir können das Ganze auch geometrisch entsprechend ausformulieren und wir sehen, dass es im Wesentlichen an den Parametern D und Delta D hängt, die uns die Interferenz beschreiben können. Die hellen bekommen wir immer an entsprechenden Multiplen der Wellenlänge, das heißt genau an den Stellen, wenn D mal Sinus von unserem hellen Winkel einer genauen Wellenlänge entspricht, und das können wir entsprechend ausdrücken, indem wir nur ganzzahlige M's hier verwenden, also bei einem Delta D, das genau einem ganzzahligen M der Wellenlänge entspricht, haben wir die entsprechende konstruktive und damit helle Interferenz, und wir kriegen die dunkle Interferenz eben an Stellen, an denen wir um eine halbe Wellenlänge verschoben sind und die beiden sich genau wieder auslöschen, und hier können wir wieder ganzzahlige M wählen und an den Stellen haben wir eben eine völlige Auslöschung. Interessanterweise ist das Ganze natürlich auch abhängig von der Distanz, und das führt uns dann zum Talbot-Effekt. Der Talbot-Effekt zeigt jetzt, wenn wir nicht nur mit zwei Schlitzen arbeiten, sondern eben mit einem ganzen Gitter, dann können wir in gewissen Entfernungen quasi solche Interferenzmuster generieren. Und wenn wir aber weiter weggehen, kommt es wieder zu einer vollständigen Auslöschung. Das heißt, dort messen wir nur grau und wir können damit diese entsprechenden Talbot-Längen bestimmen. Und immer bei geradzahligen Talbot-Längen findet eine völlige Auslöschung statt. Und bei ungeradzahligen Talbot-Längen sind wir in der Lage, diese Interferenzmuster zu messen. Genau mit diesem Talbot-Effekt wollen wir dann später unser Röntgeninterferometer aufbauen. Nun, wie kommt es zu seinem Röntgeninterferometer? Es gibt tatsächlich mehrere Messverfahren, um das zu bestimmen. Man kann das einmal mit Kristallen bestimmen. Wir können das nur anhand der Propagation zurückberechnen oder man kann es mit einem sogenannten Analyzer durchführen. Aber auch hier sind relativ komplizierte und teure Messverfahren notwendig. Deswegen hier die gitterbasierte Interferometrie, die sich auch wirklich relativ kostengünstig in relativ einfachen experimentellen Settings reproduzieren lässt, so dass es eben in verschiedenen Orten weltweit auch durchgeführt wird. Wir sind allerdings hier immer noch in einem Stadium, wo wir quasi relativ aufwendige Aufbauten haben und wir noch vollständig präklinisch mit allen Messaufbauten sind. Für die Gitter werden dann entsprechende Strukturen auf Wafern generiert. Hier wird zum Beispiel Silizium und Gold eingesetzt, um diese sehr, sehr feinen Gitter zu generieren. Also auch der Herstellungsprozess ist natürlich eine Herausforderung. Ein limitierender Faktor, den wir zurzeit haben, warum wir da auch zum Beispiel Mäuse messen und sowas, ist, dass wir aktuell nur sehr kleine solche Gitter herstellen können. Und natürlich mit dem Gold sind die auch nicht so ganz billig, aber der Herstellungsprozess ist aktuell der limitierende Faktor, warum wir nicht großflächig messen können. Wenn wir nun solche Gitter generieren können, dann können wir diesen Talbot-Effekt auch in der Röntgenstrahlung produzieren. Wir bräuchten also quasi eine uniforme Wellenfront, die eben überall gleich ist, die auf so ein Phasengitter G1 trifft. Und dann brauchen wir noch einen idealen Detektor. Ja, und wenn ich den zum Beispiel bei der Talbot-Länge 3 hinstelle, dann müsste ich dort mein Streifenmuster messen können. Wenn ich jetzt dieses Streifenmuster messe und ein Objekt vor dem Gitter liegt, dann wird unsere Wellenfront verzerrt und das führt dazu, dass sich hinten die Streifen verbiegen und wir kein ideales Streifenmuster mehr bekommen. Und aus dem Unterschied der beiden Streifenmuster lässt sich dann quasi die Absorption und der Shift der einzelnen Streifen berechnen, und der Shift der Streifen gibt uns letzten Endes Rückschluss auf den Shift in der Phase.
Ja, typischerweise haben wir aber sehr, sehr kleine solche Streifenmuster. Und wir haben schon gesehen, das sind irgendwie 2 Mikrometer oder sowas Abstand zwischen diesen Gittern. Und dann haben wir auch natürlich nur 2 µ Abstand zwischen den Streifenmustern. Das heißt, wenn unser Pixel aber 100 µ groß ist, dann messen wir da nur grau. Wir kriegen also das Streifenmuster gar nicht aufgelöst, wie wir es gerne hätten. Naja, man kann das Ganze korrigieren, indem man ein zweites Gitter einbringt. Das ist das sogenannte Analysiergitter G2. Und das wird jetzt zusätzlich eingesetzt, um die einzelnen Streifen wieder auflösen zu können. Und die Idee dieses sogenannten Phase-Stepping sehen wir hier in den nächsten Folien. Wir bringen quasi dieses Gitter ein und dann verschieben wir es leicht. Und jedes Mal, wenn wir dieses Gitter verschieben, verändern wir quasi die Position mit Bezug auf das projizierte Phasenmuster. Und wir sehen jetzt in dieser Position haben wir eben nur die hellen Streifen, die eben alle auftreffen und wir messen einen hellen Pixel. Und wenn wir das Gitter eben entsprechend weiterschieben, kriegen wir erst grau und dann wieder dunkel, weil wir eben genau die anderen Streifen jetzt überdecken mit dem Analysiergitter. Und das ermöglicht es uns eben auch mit relativ großen Pixeln diese kleinen Streueffekte zu messen. Aber wir sehen schon, wir können dann nicht mehr die einzelnen Streifen auflösen, sondern halt nur die Summe über alle Streifen. Das heißt, hier verlieren wir schon ein bisschen Information, kriegen es aber mit dem Gitter wieder hin. Naja, wir haben ja jetzt noch diese uniforme Wellenfront, die wir irgendwie herstellen müssen. Und tatsächlich haben wir das ja nicht. Aber auch hier können wir mit einem weiteren Gitter, ähnlich wie wir es schon im Experiment von Young gesehen haben, das Ganze aufbauen. Wir haben also eine große Röntgenquelle, verwenden dann ein Quellgitter, das dafür sorgt, dass wir eine uniforme Wellenfront bekommen, haben dann das Objekt, dann das Phasengitter und am Ende das Analysiergitter. Und damit sind wir dann in der Lage, wirklich die einzelnen Interferenzmuster aufzulösen. Und damit kriegen wir dann diese Messungen hin. Und anhand dieser Messungen, die aus dem Phase-Stepping kommen, können wir uns dann die differentielle Phase als Unterschied zwischen den beiden Kurven hier einmal mit Objekt und einmal ohne Objekt in Rot und in Blau dargestellt. Der Phasenversatz ist letzten Endes die Verschiebung zwischen den beiden Mustern. Wir kriegen einen unterschiedlichen Mittelwert und eine unterschiedliche Intensität. Und aus den Messwerten links lassen sich dann rechts die differentielle Phase bestimmen, die Schwächung und die sogenannte Visibilität, also die Sichtbarkeit oder eine Messung des Kontrasts. Und wenn ich jetzt einmal mit Objekt und ohne Objekt in Verhältnis setze, dann bin ich in der Lage, eben dieses Dunkelfeld als Verhältnis der beiden Visibilitäten zu messen und auszudrücken. Und wir haben ja schon gesehen, dass wir damit eben diese Minimalstreuereignisse sehr, sehr gut erfassen können. Ja, unser Dunkelfeldsignal ist durch die Mikrostreuung verursacht und die Mikrostreuung erlaubt es uns, Dinge zu sehen, die eigentlich unter der Auflösung von unserem Röntgensystem sind. Wie zum Beispiel diese Haare. Das funktioniert aber nur, wenn die Effekte uniform sind, ich also viele davon habe. Das einzelne Haar sehe ich trotzdem nicht, aber wenn ich viele Haare aufeinander sehe, die eben diese Mikrostreuung auflösen, bin ich in der Lage, das zu messen. Und interessant ist auch, dass dieser Dunkeleffekt abhängig ist von der Orientierung der Faser. Wenn ich senkrecht dazu sehe, zu diesen Fasern, habe ich viel Streuung. Wenn ich entlang der Faser sehe, streut im Prinzip gar nichts. Und damit ist man sogar in der Lage, die Richtung der Fasern zu rekonstruieren, wie wir gleich noch sehen werden. Und das könnte natürlich eine wesentliche Messquelle für viele Krankheiten sein, wie zum Beispiel auch Osteoporose. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Nun, hier einmal die gefrorene Maus. Das hier sind jetzt Bilder aus der TU München von Franz Pfeiffer. Und wir sehen hier, dass wir zum Beispiel aus dem Phasenkontrastbild sehr, sehr gut einen Tumor abgrenzen können, der in dieser Maus gewachsen war. Ja, was noch? Hier ein Beispiel Gummibärchen. Und wir waren ganz martialisch. In einen von diesen Gummibärchen haben wir einen Holzsplitter eingebracht. Und in dem zweiten Gummibärchen, tatsächlich das dritte Gummibärchen, hier in Orange, haben wir eine kleine Stecknadel hineingesteckt. Wir sehen, auf dem Röntgenbild kommt die Stecknadel natürlich gut raus, weil das Metall sehr, sehr gut absorbiert. Also rechts oben das Röntgenbild, links oben ein Foto von den Gummibärchen, damit man auch die Farben sehen kann. Wir sehen aber, dieser Holzsplitter, der ist von der Absorption sehr ähnlich wie die Gelatine und deswegen sehen wir den überhaupt nicht. Aber in unserem Dunkelfeldbild rechts unten sehen wir ganz klar, dass diesen Gummibärchen
etwas stark Streuendes entsprechend zugestoßen ist. Und wir sehen eben den Holzsplitter sehr deutlich, weil wir hier eine uniforme Faserorientierung haben. Wir sehen auch durch Strahlaufhärtungsartefakte unseren entsprechenden Pin. Und wir sehen auch, dass in dem letzten Gummibärchen ist tatsächlich noch etwas injiziert worden. Und wir sehen, dass hier auch ein streuendes Trägermaterial eingebracht wurde. Wir sehen in dem Phasenkontrast unten links, wir sehen ein bisschen was von unserer Nadel. Aber bei beiden, sowohl Phasenkontrast als auch Röntgen, rechts oben und links unten, erscheint uns das vierte Gummibärchen völlig normal. Und nur im Dunkelfeld sehen wir, dass dort eben noch zusätzlich ein entsprechendes Kontrastmittel eingebracht wurde, das entsprechende Mikrostreueffekte verursacht. Natürlich sind Gummibärchen eher akademisch. Wir haben auch sehr schöne Ergebnisse in der Literatur von hier beispielsweise einem Hähnchenflügel, in dem wir auch im Dunkelfeld eben stärkere Streueffekte in den Knochen messen können, die eben deutlich anders sind als im Absorptionsbild. Und auch ein Highlight, dass wir sogar Fasern rekonstruieren können. Hier ein Beispiel, hier direkt aus Erlangen, wo wir Carbonfasern, also solche Kompositwerkstoffe, die aus Faserschichten aufeinander geklebt werden mit wechselnder Orientierung, können wir in den einzelnen Schichten jetzt die Faserorientierung rekonstruieren, wie hier links dargestellt. Und wenn wir die Orientierung der Fasern können, können wir auch entsprechende Visualisierungen wählen, die dann uns die Fasern als Strichlinien darstellen. Und hier sehen wir das Ganze rechts nochmal schichtweise dargestellt. Und wir sehen deutlich, dass in einigen Schichten eben dieses Verweben deutlich zu erkennen ist, während in anderen Schichten eben uniforme Faserorientierung vorliegen. Ja, und das Ganze kann man natürlich auch in 3D visualisieren. Hier ein Holzblock, der quasi unterschiedliche Pressspanschichten hat, die eben unterschiedlich aufeinander geklebt wurden. Man sieht auch hier, dass eine der Schichten in 45 Grad eingeklebt wurde. Also die anderen, die meisten Schichten sind immer in 90 Grad weitergedreht. Aber im unteren Drittel findet sich eine 45 Grad Drehung. Und auch hier lässt sich die Faserorientierung wieder rekonstruieren. Aber so schön die Bilder sind, wir sind natürlich hier in einem hochexperimentellen Setup. So sieht der Messaufbau aktuell aus. Also wir haben hier die Röntgenröhre ganz hinten im Bild zu sehen, dann dort schon das erste Gitter und dann den Messaufbau mit den weiteren Streugittern und Drehteller. Also hier sind wir leider noch nicht so weit, dass wir solche schönen Geräte haben, die sehr, sehr schöne Cover haben und sich klinisch einsetzen lassen. Dieser Messaufbau ist natürlich so designt, damit er sich leicht umfunktionieren lässt in andere Talbot-Längen und eben entsprechende Messaufbauten. Wir sind hier also in einem Gebiet, wo wir noch mitten in der Forschung sind und wir hoffen, dass diese Modalität vielleicht irgendwann auch klinisch relevant werden wird. Nun, weil ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich in den Kommentaren lassen oder im Forum abgeben und natürlich empfehlen wir, in unser Skript zu schauen, das ihr frei herunterladen könnt. Auch hier haben wir ein schönes Kapitel über Phasenkontrast, wo ihr quasi viele von den Bildern sehen könnt, wie das Ganze funktioniert und natürlich noch weitere Erklärungen angegeben sind. Und ich hoffe, ihr habt Spaß, wenn ihr dieses Kapitel lest. Wir sind hier wirklich ganz, ganz nah an der Forschung und wir sehen auch, dass solche Verfahren natürlich nur dann klinisch eingesetzt werden, wenn sie auch wirklich einen klinischen Mehrwert bringen. Und das ist heutzutage gar nicht mehr so einfach. Es reicht nicht nur, dass ich damit tolle Bilder berechnen kann. Nein, die müssen auch diagnostisch wertvoll sein und sie müssen auch für etwas nützlich sein, was eben den klinischen Fortschritt bringt. Weil wenn wir nur schöne Bilder erzeugen können, aber wir dadurch Patienten nicht besser heilen können, dann wird sich so eine Modalität nicht durchsetzen. Also ganz wichtig, auch für eure zukünftige Karriere, wenn ihr an solchen neuen Modalitäten oder neuen diagnostischen Verfahren arbeitet, schaut euch auch ganz genau an, wie hoch der klinische Nutzen ist. Ist da ein hoher klinischer Nutzen erwartbar? Naja, wenn wir in Brustkrebs besser werden, wäre das natürlich so. Die Verfahren hier sind potenziell von der Dosis und dem Rauschen her besser. Das heißt, auch hier könnte sich vor allem in der Mikro-CT-Bildgebung einiges noch verändern, aber wirklich erst dann, wenn der klinische Nutzen eben erbracht ist, wird sich so eine Modalität
wird sich so ein Verfahren entsprechend durchsetzen. Wir haben es gesehen, bei CT ging das innerhalb von wenigen Jahren, weil eben der klinische Nutzen, Tumore im Kopf sehen zu können, so groß war, dass es sehr schnell sehr weite Verbreitung gefunden hat. Hier sehen wir, dass schon viele Jahre an der Technologie geforscht wird, aber eben Konkurrenzverfahren wie zum Beispiel Dual Energy auch sehr gute Bilder liefern und diese eben schon sehr viel weiter sind und klinisch etabliert. Und damit stellt sich eben die Frage, ob man die Modalität wirklich braucht oder ob man die Informationen nicht irgendwie auch anders messen kann, was weniger aufwendig ist. Ich meine, wenn ihr euch das hier anseht, wir haben teilweise mikrometergroße Gitter. Überlegt euch mal, was passiert, wenn dort Erschütterungen stattfinden, wie solche Technik gelagert werden muss, damit man dort eben entsprechend gute Bilder schnell aufnehmen kann. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, auch mal was zu sehen, was ein bisschen abgefahrener ist, was eben ganz nah an der Forschung ist. Es gibt noch weitere solche Modalitäten, die wir jetzt hier im Rahmen der Vorlesung nicht weiter vorstellen können. Aber ihr seht, es tut sich auch in der Bildgebung sehr viel in der Forschung. Wir werden auch in Zukunft Forschende brauchen, wenn ihr euer Studium abgeschlossen habt, um an solchen Modalitäten oder anderen weiterzuarbeiten, um den entsprechenden klinischen Fortschritt weiterzutreiben. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn wir uns nuklearmedizinische Verfahren ansehen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Auf Wiedersehen.